Na gut, dann gucken wir mal kurz, was hier noch ist. Anscheinend nicht wirklich viel. Eine Frostboltrolle, die brauchen wir nicht. Licht brauchen wir aber. Zick, zick. So, die Kettenhandschuhe kann auch hier bleiben. Die alte Axt kann auch hier bleiben. Die Notiz sowieso. Das Essen können wir gleich essen. Die Knochenhalskette. Ich weiß nicht, wo wir die gebraucht haben. Aber bei Ben haben wir schon eine an. Und in den Kommentaren zum letzten Playthrough stand auch, dass man nur eins davon braucht. So, was haben wir hier? Lederhandschuhe können weg. Kräuter können gestapelt werden. Der Hut kann auch hier bleiben. So, das sieht doch schon gleich wieder ein bisschen übersichtlich aus. Nein, nicht wirklich viele Slots, aber wir haben immer noch unseren Sack. Und wirklich überladen sind wir auch noch nicht. So, klick. Keine Schalter. Nö, nö. Dann können wir runter. Und jetzt kommen wir langsam in den etwas gefestigteren Bereich. Also meine Theorie war ja unter anderem, dass das hier ein riesiger Tempel war, bevor der Würfel aufgetaucht ist. Oder bevor der Würfel hier eingesperrt wurde. Und das sieht auch echt so aus mit den ganzen Statuen überall. Was haben wir hier? Feuerschild. Ja, nee, brauchen wir nicht. Hier ist ein Einsturz, den sollten wir gleich mal markieren, sonst laufe ich da immer wieder durch. Einsturz. Wirklich viele Auswahlmöglichkeiten haben wir hier nicht. Wir können nur hier weiter. Und das hier scheint eine Gefängniszelle zu sein. Ha, warum packen die eine Kiste in der Gefängniszelle? Aber gut. Wir haben einen Schleimball. Heilkräuter sind immer sehr gut. Essen auch. Was haben wir hier? Licht brauchen wir nicht. Ja, die anderen Kräuter können hier auch noch mit rein. Dann ist das Hauptinventar nicht ganz so zugemüllt. So. Ah, das Gewicht steigt langsam. Die Kiste wiegt ja auch unnötig viel. So. Das heißt, wir können nur da lang und da brauchen wir gleich den Schlüssel, den wir eben gerade gefunden haben. Was für ein Zufall. So. Da geht's runter. Da ist der Drache. Das heißt, wir könnten das Drachenrätsel jetzt auch schon lösen. Also es gibt hier auf der Etage ein Rätsel, das aus den Drachenblicken besteht. Das heißt, man muss dem Blick des Drachen folgen. Dafür sollten wir den Drachen erstmal markieren. Und er guckt nach da. Da ist Westen. Drache nach Westen. Denn es ist irgendwo anders noch ein Drache und da, wo sich die beiden Blicke treffen, da muss man rasten und dann ging eine Tür auf. Die ich dann später durch Zufall mal wieder entdeckt habe, wo ich mich gewundert habe, hey, warum ist die Tür plötzlich offen? Ja. So, überall Türen und ich will eigentlich so wenig wie möglich aufmachen, damit ich mir nicht selber einen Rückweg verbaue. Tschink. Ninja-Sterne sind immer gut. Hier ist der... Ne, hier ist ein anderer Einsturz. So, das heißt, die Ecke prüfen wir nochmal. Hier braucht man schon wieder einen Schlüssel. Ja, dann springen wir doch mal in die Grube darunter. Vorher speichern wir aber ab. Was wir nicht können, weil ich mal wieder vergessen habe, die Dinger zu löschen. Also bist du jetzt T15A? Ha. Okay. Das war sinnlos. Das heißt, da braucht man einen Schlüssel, richtig? Ja. Das heißt, wir müssen jetzt hier weitermachen. Am Drachen vorbei. Und eine der Türen öffnen. Nehmen wir mal die hier. Ha. Daran kann ich mich gar nicht erinnern.
Okay. Ah, also. Und irgendwas ist gerade aufgegangen. Und eine Krexe. Oh, da ist eine Blitzkrexe. Und wir haben nicht besonders viel Platz zum Ausweichen hier. Ah, wir können einfach runterspringen. Ah, das war doch eine geniale Taktik. So. Hier unten ist kein Knopf. Mehr. Ah, doch. So. Ja, geniale Taktik, echt. Man springt davon weg und trifft unten auf gleich noch einen davon. Das Nervige an denen war aber eigentlich, dass sie Flächenschaden verursachen. Und da wir jetzt nur noch ein Charakter sind, ist Flächenschaden ziemlich unerheblich. Heißt, ich hätte eigentlich gar nicht runterspringen müssen. Aber na gut. So, einmal Blitzbomben, einmal Feuerbomben und wir sind überladen. Ja, überladen ist nicht gut. Das heißt, wir packen jetzt alle Sachen hier raus. Das Ding kommt weg. Und alles, was so über ist, kommt einfach hier in den Sack rein. Wie das ganze Essen zum Beispiel. Njam, njam. So. Jetzt schlafen wir hier unten, denn es müsste hier unten ja eigentlich auch sicher sein. Und dann gucken wir, wo wir beim Teleporter rauskommen. Hoffentlich direkt da, wo wir runtergesprungen sind. Da können wir nämlich die blaue Echse auch noch umbringen. Und gucken, was in den Nischen war, wo die rausgekommen sind. Ja, das schaut doch gut aus. So. Zing, komm her. So, hier haben wir schon mal ein Kraut. Die roten Dinger waren, glaube ich, für Energie. Richtig? Richtig. Und warum haben wir nur drei Flaschen dabei? Ach, die hatten wir aussortiert, ne? Ärgerlich. So, hier noch irgendwas? Nee. Na gut. Das heißt, den Bereich hätten wir auch fertig. Das heißt... Der Schlüssel könnte jetzt in die eine Tür. Aber gucken wir jetzt noch, was du machst. Gar nichts. Ah, hier gab es eine Notiz von Torum, die wir jetzt natürlich nicht lesen können, dass er hier irgendwelche Ressourcen versteckt hat. Und man muss die Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drücken und dann ganz häufig den hier und der muss oben stehen bleiben. Jetzt nur die Frage, wie die Kombination ist. Oh, Killer-Brokkoli. Ah, wir haben ja gerade unser Gift-Amulett an. Komm her. Also ja, dieser Serpent Spracer hat uns echt schon jetzt zweimal das Leben gerettet, mindestens. Vor allem auch bei den Schleimen könnte er sehr praktisch sein. Ich weiß ja nicht, ob das wirklich ein Giftschaden ist oder Säureschaden oder sonst was. Aber wenn es als Gift zählt, wäre das echt super. Also sonst könnte das Level echt haarig werden. So, weg da, du Wolke. Obwohl, das Essen brauchen wir gar nicht mehr. Was wir brauchen, ist Licht. Was wir uns aber nicht leisten können. Na gut, dann schlafen wir einmal durch. Dann kriegt er auch wieder sein Licht. Komm schon. So. Licht, was sagt die Karte? Die Karte sagt, wir sollten erstmal gucken, was Torum uns hinterlassen hat. Also wir uns selber. Ein Zauberhut. Obwohl, was machte der? Einfach nur Energie, oder? Ne, Willenskraft plus 2. Nö, brauchen wir nicht. So, kein Schalter. Das heißt, hier können wir auch wieder raus. Und jetzt müssen wir den Schlüssel benutzen.
Schade, ich hätte echt gerne mal langsam einen Punkt, wo wir uns die Schlüssel aufsparen können für andere Sachen. Aber das dauert wohl noch. Ah, ich habe schon wieder vergessen, das Schild anzulegen. Das erinnert mich ein bisschen an meine Anvil of Dawn Let's Play, wo ich auch mal den Heilstock in der Hand gelassen habe. Ja. Zack. So, gab es hier irgendwo einen blauen Kristall? Nee, nur da. Na gut. Hosch ich mal ganz kurz nach oben. Drück da den blauen Kristall und hosch da wieder runter. Denn das Schlafen dauert mir teilweise doch ein wenig zu lang. So, wo mussten wir jetzt den Schlüssel benutzen? Da. Und wo kommst du denn her? 133. Das war ein netter Treffer. Wow. Okay, ich hätte lieber sagen sollen, wo kommt ihr denn her? Irgendwo muss was aufgegangen sein. Oder die kommen von da drüben rüber geflogen. Das könnte natürlich auch sein. Ha. Ich höre wieder das schleimige Krabbelgeräusch. Ach, das schleimige Krabbelgeräusch sind die Riesenkrebse. Ah, das macht Sinn. So, dich sollten wir auch mal wieder markieren. Zack, zack. Ja, die Krebse haben viel ausgehalten. Mal gucken, wie unser erstes Zusammentreffen mit denen ausfällt. Komm, Krebsi, Krebsi. Ah, wir machen schon mal Schaden, aber nicht so viel wie bei den Krexen zum Beispiel. 13, 30 und... Ah, na also. Das war einfach nur Pech. Ja. Achso. Ich dachte schon, ich hätte mich jetzt in der Ecke manövriert. Habe ich auch. Wow, 60 Schaden ist gar nicht gut. Ja, so kann man auch Ressourcen verschwenden. Also einmal, weil ich einfach stehen geblieben bin, weil ich dachte, ich wäre schon in der Ecke. Und dann, als ich richtig in die Ecke gegangen bin. Aber na gut, wir haben jetzt ja ein paar Kräuter über. So. Wir haben noch 4 auf Reserve, das geht eigentlich. Ich hätte zwar eigentlich gerne mehr, aber... Was soll's. Uns schnibbelst du nicht weg. Zumal der mit einem Schlag ja 60 Schaden machen kann, wenn nicht noch mehr. Und wir nur... Oh, wir haben 165 Lebenspunkte. Okay. Dann ist das doch okay. Ich dachte, er könnte jetzt One-Hitten. Das wäre übel. Also in unserem jetzigen Zustand. Na komm. Miss, miss. So, na also, 450 Lebenspunkte ist auch echt schick. Dauert nicht mehr lange, bis wir unser Level-Up haben. So, gut so. Oh, gutes Timing. Die Tür wieder auf. So, da war die Sackgasse. Hier kamen die Krebse her. Und das ist mir hier viel zu weitläufig. Hier haben wir einen Einsturz. Der wird gleich wieder... Achso, ist er ja schon. Einsturz. Hm. Was ist denn da drin? Ein Cutter. Also eine Nahkampfwaffe. Ja, es sind alles Nahkampfwaffen. Eine Faustwaffe, wollte ich sagen. Da geht's lang und da geht's lang. Gucken wir erstmal hier. Das ist eine Vorratskammer und hier ist... Einfach nur ein zweiter Weg zur Vorratskammer. Da gucken wir doch mal, ob irgendwo Schalter sind. Nee, nee. Nee. Hm. Na gut. Ah, und hier ist die eine Tür. Ich weiß nicht, ob es die Eisentür ist oder eine andere. Eine von den Türen ging hier auf, wenn man das Drachenrätsel gelöst hat. Also an der richtigen Stelle sie einfach hingestellt hat. Aber na gut, das werden wir in der nächsten Folge lösen müssen. Jetzt wird erstmal abgespeichert. 15. Ja, T15. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Bis dann. Ne?